mitbringen. Zum Kindersitzberatungstermin sollte man sein Fahrzeug und auch idealerweise sein Kind, damit es Probe sitzen kann. Ich bin die Jenny, das ist der Paul. Ich brauche einen Folgesitz für meinen Sohn, habe mir da auch die Testergebnisse von den Kindersitztests vom ÖMTC angeschaut und Favoriten ausgewählt. Aber was muss ich generell beachten und habt ihr diese Sitze überhaupt alle da? Der Testsieger ist nicht immer der richtige Kindersitz für dich. Es ist so, dass er zum Auto passen muss, das Kind muss sich im Kindersitz wohlfühlen und für dich muss der Einbau einfach sein. Zusätzlich muss der Gurtverlauf passen beim Kind. Es ist so, dass die Kinder bis zu 15 Monate oder Ende des 15. Monats entgegengesetzter Fahrtrichtung sitzen müssen. Nennt man Reboarder. Alle Kindersitze, die wir bei uns im Shop haben, sind getestet. Baby, Kleinkind oder Kind. Auf dem Prüfzeichen stehen die empfohlenen Größen- und Gewichtsangaben für den Kindersitz. Oder man entscheidet sich für einen Generationensitz, der mitwächst. Darf ich den Sitz jetzt eigentlich mit nach rausnehmen und draußen in mein Auto einbauen? Unbedingt, wir müssen schauen, ob er dein Auto passt. Ich würde aber empfehlen, ich zeige dir, wie es funktioniert in deinem Auto, damit du zukünftig alle Tricks kennst. Darf ich es dir abnehmen? Na dann, sehr gerne. Damit die Sicherheit der Kleinen beim Autofahren gewährleistet ist, müssen die Gurte richtig verlaufen. Wie schnalle ich mein Kind jetzt richtig an? Was muss ich dabei beachten? In dem Fall ist es so, dass der Kopfteil ein bisschen zu hoch wäre, weil der Gurtverlauf definitiv über die Schulter parallel verlaufen sollte. Wenn er nämlich zu nahe beim Hals ist, dann kann das fürs Kind beim Frontalcrash lebensgefährlich sein. Der Gurt darf nicht verdreht sein, muss hier in der Mitte schön aufliegen und sowohl der Beckengurt als auch der Bauchgurt gehören hier in die Schale hinein. Ein kleiner Tipp für dich, ja, wenn du dein Kind anschnallst, tust du dir leichter, wenn du mit einem Fuß im Auto drinnen stehst, damit du um die Kurve kommst. Beim ersten Einbau im eigenen Auto erkennt man sofort, ob man mit dem Kindersitz zurechtkommt. Wie erkenne ich, dass mein Sitz nicht zum Auto passt? Erstens einmal an der Steilheit, ja, oder auch von der Tiefe der Rücksitzbank. Was aber das Einzige und das Wichtigste ist, dass die Knautschzone zum Vordersitz wirklich gegeben ist. Bei einem Frontalcrash wandert nämlich der Sitz nach vorne mit dem Kind und dann ist die Verletzungsgefahr noch höher, wenn der Vordersitz zu nahe beim Kind ist. Ob der Sitz zu deinem Auto passt, können wir auch nachschauen in der Kompatibilitätsliste. Dann können wir uns ganz sicher sein, ob er zugelassen ist für dein Auto oder nicht. Im Falle eines Autounfalls mit einem im ÖMTC-Shop gekauften Sitz tauscht der Club diesen kostenlos auf einen gleichwertigen neuen Kindersitz bei Vorlage eines Unfallberichts. Gibt es sonst noch irgendwelche Goodies und Rabatte, warum man hier in die Kinderwelt kommen sollte zum Kindersitzeinkauf? Wir bieten den Babyschalenverleih an. 14 Monate lang kann man sich die Babyschale ausleihen gegen eine geringe Kaution. Am Ende dieser 14 Monate wird die Verleihgebühr gegen die Kaution gegengerechnet. Wenn man dann einen Folgesitz beim ÖMTC kauft, kriegt man mit dem Kindersitzpass noch einen Rabatt. Geprüfte Qualität, perfekte Beratung und kostenloser Einbau nach dem Kauf. Ein Beratungstermin an den ÖAMTC-Stützpunkten hilft Eltern, den idealen Kindersitz für die Bedürfnisse ihrer kleinen Beifahrer zu finden.